Und zwar habe ich was bestellt. Und zwar gibt es bald Sticker. Just the D-Sticker. Und da werdet ihr auch die Möglichkeit haben, an diese Sticker zu kommen. Über mehrere Wege. Aber diesen Sticker könnten bald mit bei euch kleben. Das sind Kleinigkeiten. Da werde ich mir immer mal wieder was überlegen, wie man da so drankommt. Aber wenn ihr so etwas haben wollt, unbedingt, ohne dass ihr irgendwo gewinnen wollt oder sonst was, also ich werde halt immer Sticker dazulegen, wenn jemand bei mir in einem Gewinnspiel was gewinnt, gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, mich zu unterstützen. Und da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Denn ich weiß nicht, wie ihr so dazu steht und ob ihr das geil findet, ob ihr das feiert oder auch nicht. Denn das Ding ist, moin Bayerbub. Ich würde mich gerne mehr auf YouTube konzentrieren in Zukunft. Weiterhin mit TikTok machen, keine Frage, da habe ich super viele Abos. Aber langfristig gesehen habe ich mehr Bock auf YouTube, weil da kann ich mir mehr Mühe für die Videos geben, kann geilere Videos machen. Kann ich euch gleich auch schon mal ein paar Sachen zeigen, was ich da aufgenommen habe. Und zwar habe ich jetzt, wie man vielleicht auch schon in der Stream-Beschreibung lesen kann, geh mal hier auf die richtige Seite. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ich würde da gerne. Ah! Und da konnte ich doch auf öffentliche Seite klicken. Wunderbar. Und zwar, moin Paradoxon. Gibt es seit heute eine Patreon-Page? Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und in meinem Linktree verlinkt. Ich werde dazu auch nochmal einen TikTok machen, was eh kaum Aufrufe bekommen wird, weil immer, wenn ich über andere Webseiten rede bei Patreon, klappt das nicht. Darüber könnt ihr mich unterstützen. Klingt total geldgeil, ich weiß. Muss mal die Musik ausmachen. Das gehört da gerade nicht dazu. Also, es gibt jetzt eine Patreon-Page oder Patreon oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Es ist auch nicht so schlimm. Da könnt ihr mich, geldgeil wie ich bin, natürlich unterstützen. Aber ihr bekommt natürlich auch was dafür. Nicht viel. Ich kann euch da jetzt nicht ein super Gimmick anbieten oder sowas. Das will ich auch nicht. Aber ihr könnt aussuchen. Ja? Ihr könnt halt. Mit einer ganz kleinen Unterstützung könnt ihr da sein. Ihr bekommt dafür schon mal auf dem Discord, bekommt ihr einen Rang und könnt dann halt euch untereinander oder auch vielleicht mal mit mir im Patreon-Channel, Patreon-Kanal, euch unterhalten. Ne? Das ist ja schon mal ganz nett. Dann geht es natürlich weiter. Für 5 Euro, gar nicht so viel mehr, würdet ihr Post von mir bekommen. Und zwar besagte Sticker. Das heißt, ihr würdet sagen, okay, ich bin jetzt hier 5 Euro Patreon und da müsst ihr dann eure Adresse eingeben und dann schicke ich euch einen Brief mit 3 von den Stickern, von den Just the D-Stickern. Ist, glaube ich, okay, ne? Also wie gesagt, es geht ja auch dabei um Unterstützung. Und etwas, was wir heute im Stream noch machen werden und wo wir heute auch noch dran arbeiten werden, später. Hey, was ist denn hier los? Merkwürdig. Wo wir später auch noch dran arbeiten werden, ist die 15-Euro-Geschichte. Und da kriege ich hier nicht nur Sticker. Ich kriege einen Einkaufscoin mit meinem Logo drauf. Frisch aus dem 3D-Drucker. Also so ein Coin, womit man dann beim Einkaufen keinen Euro in den Einkaufswagen reinpacken muss. Die Dinger kann man immer gebrauchen. Ich weiß noch nicht, ob es einer ist oder ob es dann zwei sind. Das wird sich dann ergeben. Alles darunter, das ist Quatsch. Das ist halt wirklich nur für Verrückte. Ja? Für 25 Euro wird man noch einen Schlüsselanhänger bekommen, bla bla bla. Aber die wichtige Frage ist bei sowas natürlich immer, was würde ich denn mit dem ganzen Geld machen? Ne? Weil Patreon unterstützt man einen ja auch monatlich mit. Ne? Ist so die Frage, was kriegt ihr daraus? Es gibt zwei Sachen, die mich tatsächlich da stark interessieren und ich auch selber gerne in Zukunft fortführen möchte, unabhängig von Patreon. Aber halt damit deutlich beschleunigt werden können. Einerseits habe ich da schon lange drüber gesprochen. Ich würde euch gerne, 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 würde ich für einen kostengünstigen Preis Handtücher anbieten. Schön mit einem Logo bestickt, ne? Schön in weiß gehalten. Weil Handtücher braucht man in der Aquaristik immer mal. Ne? Massenwasserwechsel und hier, da ist ein Tropfen Wasser, Handtuch, wunderbare Geschichte. Finde ich toll. Das Ding ist, um das günstig anbieten zu können, müsste ich das Ganze auf Vorkasse bezahlen. Das heißt, ich muss halt hingehen und sagen, hallo, hier, ich hätte gerne 20 von diesen Handtüchern.
Und muss dann halt für diese 20 Handtücher, müsste ich dann halt 200 € bezahlen. Damit ich euch die irgendwie für 13 € ein Stück anbieten kann. Wäre okay, würde ich sagen. Ja, deswegen wäre das erste Ziel 200 €. Hier steht irgendwie pro Monat hinter, ich hoffe, ich kann das noch ändern, keine Ahnung. Aber es geht mir darum, ne, dieses Geld irgendwie zusammenzubekommen, weil ich möchte am Ende nicht hier irgendwie auf einem Stapel Handtüchern sitzen. Ist, glaube ich, ganz klar. Dann das andere Ziel. Das ist was, ah, da kann man natürlich sagen, ja, gib doch dein eigenes Geld dafür aus, aber im Endeffekt ist es halt für den Kanal und es ist halt auch für den ganzen Krempel, den ich hier biete. Da habe ich jetzt einfach mal 500 € angesetzt. Das könnten mehr oder weniger sein, ist auch total egal. Und zwar geht es dabei darum, Sachen für den Stream. Ich würde mir gerne mein Aquarienzimmer, mein Arbeitszimmer, wie man es auch immer hier nennt, würde ich gerne zu einem richtigen Studio soweit einrichten. Das bedeutet, so ein bisschen dafür sorgen, dass der Hall hier raus ist, vielleicht irgendwann nochmal ein vernünftigeres Mikrofon, auch wenn die Mikrofonqualität echt gut ist für den Stream und alles, also keine Frage. Nochmal andersfarbige Hintergründe haben und natürlich auch eine bessere Ausleuchtung und Kameraequipment und hast du nicht gesehen. Es hört ja leider nicht auf. Das Ding ist halt, es geht mir nicht darum, irgendwie mir damit einen Lebensunterhalt zu verdienen oder zu sagen, na, ich muss da nebenher noch mit was verdienen, ansonsten kann ich das nicht machen. Totaler Unsinn. Ich brauche das alles nicht. Keine Frage. Das ist halt wirklich nur dafür da, um aus dem ganzen Kanal Just the D und aus dem ganzen YouTube-Kanal, dem TikTok-Kanal und so weiter was richtig Cooles zu bauen und daraus irgendwann einen richtig fetten Kanal zu kreieren. Und da muss die Qualität stimmen. Das fängt halt an bei dem Community-Discord. Wissen ja hoffentlich alle. Wir haben einen Community-Discord. Der funktioniert aber noch nicht so gut. Liegt einerseits daran, wir haben da noch keine Events drauf gestartet oder so, wo man mal mit Zuschauern sprechen kann, was definitiv aber auch kommt. Wir haben auf diesem Discord haben wir noch nicht viel gemacht, aber das soll kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man darüber mal selber einen Livestream macht, wo man Leuten Sachen erklärt, die dann vielleicht auch wirklich nur Patreons sind. Dann können die sich das wirklich nur angucken. So solche Späße oder sowas. Kann ich mir alles vorstellen, würde super funktionieren, keine Frage. Dafür müsste ich natürlich dem Discord-Server einen Nitro-Boost geben, damit das für euch funktioniert, damit ihr euch das vernünftig angucken könnt, damit ich Daten vernünftig austauschen kann. Das kostet. Wenn man jetzt weiterspinnt und vielleicht mal eine vernünftige Webseite aufbauen möchte, kostet Geld. Wenn ich Musik im Hintergrund benutzen möchte, wo ich mir keine Gedanken darüber machen muss, darf ich die jetzt nehmen? Oder ich muss mir darüber Gedanken machen, darf ich das verlinken? Reicht das copyright-technisch so? Brauche ich ein Abo für Musik? Und für all solche Geschichten muss ich halt Geld ausgeben. Und ja, TikTok wirft kein Geld ab. Es ist halt so. Also das Einzige wirklich, womit ich Verdienst mache, sind die Kooperationen. Ich kriege da aber kein Geld für. Ich kriege halt nur die Artikel, die ich euch vorstelle, was auch vollkommen in Ordnung ist. Bin ich vollkommen d'accord mit. Aber diese Sachen sind halt keine Einnahme. Damit bezahlt sich keine Website. Damit bezahlt sich kein Fiverr-Designer, der mir ein Logo kreiert, was ich ja auch so gemacht habe. Also ich habe mein Logo, das habe ich mir auf Fiverr designen lassen. Damit bezahlt sich halt niemand, der mir ein Intro macht. Und. Dafür ist halt diese Patreon-Geschichte da. Für nichts anderes. Ich kaufe mir davon kein Essen. Ich kaufe mir davon keinen Kaffee. Ich kaufe mir davon kein nichts. Es geht halt wirklich nur darum. Möchte ich wirklich einfach nur sagen. Es geht damit einfach nur mehr für euch rauszuholen. Klar, es ist mein Hobby, ihr unterstützt das damit, keine Frage. Und ich, ne? Aber es geht halt wirklich dabei nur um diese Geschichte.